Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir heute wieder im Web-Talk Abstand halten, Gewerkschaften und Linke, darum geht es heute. Es gibt aber einen kleinen Grund zu feiern vorab, denn wir haben heute den 40. Web-Talk und ich freue mich wieder über neue Erkenntnisse und Einschätzungen in der nächsten Dreiviertelstunde. Bald haben wir ja auch ein Jahr Corona hinter uns. Im zweiten Lockdown häufen sich die Meldungen über Massenentlassungen. Exemplarisch habe ich letztens schon darüber gesprochen, und zwar mit dem NGG-Gewerkschaftssekretär Thomas Lissner über die Schließung des Werkes in Haribo in Ostdeutschland. Für Gewerkschaften ist Corona natürlich eine schwierige Situation und deswegen möchte ich heute mit Ulrike Eifler über Gewerkschaftspolitik sprechen. Ulrike und ich, wir haben zwei Sachen gemeinsam. Zum einen sind wir in Ostdeutschland geboren und zum Zweiten finden wir, dass Duisburg die schönste Stadt im Ruhrgebiet ist. Da kommt nämlich Ulrike jetzt her und ich habe da früher auch mal gewohnt. Sie ist Mitglied im Bundessprecherinnenrat der Linken, der BAG Betrieb und Gewerkschaft. Und sie ist derzeit stellvertretende Landesvorsitzende der Linken in Nordrhein-Westfalen. Sie war hauptamtlich beim Deutschen Gewerkschaftsbund, 5 Jahre als Geschäftsführerin der DGB-Region Südhessen. Ulrike, ich will mit dir über mindestens 3 Themen sprechen. Es geht zum einen um die Sphäre des Politischen, es geht zum zweiten um die Sphäre des Demokratischen und es geht zum dritten um das Verhältnis von Gewerkschaften und Linken. Fangen wir mal an. Wie sieht denn die Rolle der Linken im Verhältnis zu den Gewerkschaften aus deiner Sicht aktuell aus? Haben wir da was nachzuholen als Linke oder haben die Gewerkschaften was nachzuholen? Ich weiß nicht, ob wir was nachzuholen haben, aber ich glaube, es wäre viel damit erreicht, wenn wir anerkennen würden, dass wir unterschiedliche Rollen haben. Also, dass die Gewerkschaften eine andere Rolle haben als die Linke. Wir haben, glaube ich, ähnliche Ziele. Wenn man das Programm des Deutschen Gewerkschaftsbundes und seiner Mitgliedsgewerkschaften sich anschaut und das Parteiprogramm der Linken daneben packt, dann stimmt das in ganz vielen Bereichen überein. Aber wir haben einfach unterschiedliche Rollen bei der Ausgestaltung der Lebens- und Arbeitsbedingungen, die Menschen prägen. Und ich glaube, damit muss man beginnen. Und diese Rollen muss man ausbuchstabieren und annehmen und dann auch so annehmen, dass sie sich gegenseitig verstärken und unterstützen. Und weil du ja auch nochmal gefragt hast, ob wir was nachzuholen haben, insbesondere als Partei. Also ich gehe davon aus, dass du die Frage eben auch an mich als Parteimitglied stellst und nach meiner Einschätzung fragst, dann würde ich sagen, ja, wir haben was nachzuholen, weil ich glaube, dass die Verankerung, von der wir sprechen als Partei, die gewerkschaftspolitische Verankerung tatsächlich etwas ist, was wir organisiert angehen müssen. Und Verankerung ist, wenn man mal beim Wort bleibt, glaube ich, eine absolut zentrale Geschichte an der Stelle, weil Verankerung im Naturbereich dazu führt, dass du Wurzeln schlägst im Erdreich und in einem politischen Milieu. Du schlägst Wurzeln und es gibt dir Halt. Und wenn es politische Stürme gibt, dann fegen die dich nicht einfach davon und sie zerreißen dich nicht. Und ich glaube, gerade deswegen ist es wichtig, dass wir diese Verankerung innerhalb der Arbeiterbewegung ernst nehmen. Denn ich glaube, wer die Welt des Kapitals schwächen will, der muss die Welt der Arbeit stärken. Und deswegen, glaube ich, ist es eine absolut zentrale und vor allem existenzielle Geschichte für die Linke, sich zu verankern innerhalb der Arbeiterbewegung und innerhalb der Gewerkschaften. Ich habe ja in Vorbereitung auf diesen Web-Talk mich mal wieder mit Wolfgang Abendroth befasst. Wolfgang Abendroth ist ein Linker, der sich genau mit dem Thema zwischen Gewerkschaften und Linken sehr stark befasst hat, auch gerade in der damaligen Bonner Republik. Und je länger ich da wieder eingelesen bin, je länger ich mich eingelesen habe, desto spannender wurde das. Insbesondere als es um die Frage geht, wie parteipolitisch neutral und trotzdem politisch aktiv sind eigentlich Gewerkschaften gegenüber auch der Partei. Und das hohe Gut der parteipolitischen Neutralität einerseits bei gleichzeitigem politischem Mandat, das ist der Spannungsbogen, der uns als Linke ja auch betrifft. Da, finde ich, haben wir aber schon ein bisschen Nachholbedarf, oder meinst du nicht?
Ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Also es ist ein Spannungsbogen, ja, aber ich möchte die Frage mal als linke Gewerkschafterin beantworten. Ich habe lange, also mehr als 10 Jahre als Gewerkschaftssekretärin beim Deutschen Gewerkschaftsbund gearbeitet. Und die Frage der Einheitsgewerkschaft war für mich immer eine zentrale Frage, weil wir ansprechbar sein müssen für alle. Die Arbeiterbewegung ist nicht per se links, sie ist nicht per se, also man kann sozusagen nicht ganz viele Kategorien festlegen und die Arbeiterbewegung an der Stelle in eine Kategorie hineinpressen, sondern sie ist widersprüchlich, wie die Welt widersprüchlich ist. Wir sind unterschiedlichen gesellschaftlichen Entwicklungen ausgesetzt und die führen an unterschiedlichen Stellen zu ideologischen Brüchen oder ideologischen Kontinuitäten. Und dem muss auch eine Gewerkschaftsbewegung gerecht werden. Und ich glaube, dass das auch immer die Stärke der Gewerkschaftsbewegung war, die Einheitsgewerkschaft. Und ich habe als Geschäftsführerin des DGBs natürlich immer eine hohe Sympathie zu meiner Partei gehabt, aber ich habe immer auch darauf geachtet, dass ich mit den Sozialdemokraten, mit den Grünen, aber auch mit dem CDA-Flügel beispielsweise an der Stelle ins Gespräch gekommen bin, wenn es um die zentralen politischen Auseinandersetzungen und Themensetzungen ging. Wenn wir jetzt also von Parteipolitik und Gewerkschaftspolitik sprechen, dann müssen wir natürlich aber auch die Rolle bestimmen, die etwa die Linke jetzt einnehmen soll. Die Linke im Parlament, im Bundestag, wie bewertest du das? Nehmen wir diese Rolle schon in dem Maße wahr, wie es auch benötigt ist? Oder gibt es da aus deiner Sicht noch Nachhole-, Verbesserungs- oder ähnlichen Bedarf? Naja, ich bin allgemein ein relativ kritischer Mensch und ich würde sagen, es gibt immer Verbesserungsbedarf. Das heißt aber nicht, dass wir diese Rolle nicht ausfüllen. Ich finde beispielsweise, dass wir 2005, als wir mit dem Rückenwind und der Aufbruchsstimmung des Gründungsprozesses der Linkspartei in den Bundestag eingezogen sind, ist ja etwas passiert, was ganz sensationell war. Die Forderung zur Einführung eines Mindestlohnes ist ja sozusagen plötzlich im Parlament zur Sprache gekommen. Die Diskussion darum hat sich verändert. Die Gewerkschaften haben, also die Forderung zur Einführung eines Mindestlohnes kam ja aus der NGG und aus Verdi, IG Metall, insbesondere die Industriegewerkschaften fanden das ja am Anfang gar nicht so gut. Schlussendlich ist die Gewerkschaftsbewegung an der Stelle aber zusammengerückt, hat gesagt, das ist eine wichtige Forderung, insbesondere im Prozess der Prekarisierung von Arbeitsverhältnissen ist es eine wichtige und richtige Forderung, die wir als Gewerkschaftsbewegung gemeinsam stellen müssen. Sie hatten aber im Parlament keinen Partner, denn die SPD hat diese Forderung nicht zu ihrer Forderung gemacht und in dem Moment, in dem die Linke in den Bundestag eingezogen ist und wir mit Gewerkschaftern wie Michael Schlecht, Klaus Ernst, Werner Dreibus, auch damals Hüseyin Aydin, Genossinnen und Genossen hatten, die sozusagen die gewerkschaftliche Diskussion dazu kannten und die Argumente ausgetauscht hatten, in dem Moment hat diese Forderung Rückenwind bekommen. Und ich glaube, die Einführung des Mindestlohns war deswegen erfolgreich, weil die Linke es geschafft hat, in den Bundestag einzuziehen und das auch zu einer zentralen Forderung zu machen. Und wenn man das jetzt mal sozusagen durchbuchstabiert durch die Legislaturperioden, dann würde ich sagen, hat sich das schon fortgesetzt. Der Mindestlohn war meiner Meinung nach der ganz große Erfolg. Aber es hat sich schon fortgesetzt, auch beispielsweise anhand von Schutzrechten für die Fleischindustrie und vielem anderen mehr. Das ist eine spannende These. Und zurück zu Abendrot. Wenn es darum geht, dass also mit dem Einzug der Linken in den Bundestag die Gewerkschaften wieder einen Ansprechpartner gefunden haben, den sie mit der Agenda 2010 faktisch verloren hatten, heißt das, dass wir also jetzt ein besonderes Verhältnis wiederhergestellt haben? War das auch eine Funktion der Linken für die Zeit nach ihrer Gründung? Du beschreibst das ja ein bisschen so. Also die Wiederherstellung dessen, was bei Abendrot als politisches Mandat der Gewerkschaften beschrieben wird, aber auch als sozusagen aktiver, eingreifender Faktor, als Aushandler auf den Arenen der Politik, um den Konflikt zwischen Kapital und Arbeit dort besser in unsere Richtung schieben zu können? Ist das eine Funktion der Linken gewesen? Das ist es in jedem Falle, das würde ich schon sagen. Und insbesondere der WASG-Teil ist ja auch zustande gekommen aufgrund der massiven Kritik an der Sozialdemokratie und der Tatsache, dass die Sozialdemokratie nicht mehr
insbesondere in der Phase der Agenda 2010-Politik, nicht mehr die Interessen der Beschäftigten im Betrieb vertreten hat. Insofern würde ich das ganz klar so beantworten. Das heißt aber nicht, dass ich kritiklos bin, weil ich glaube, dass wir in den letzten Jahren auch ein Stück weit den Kontakt zu den Gewerkschaften vielleicht nicht verloren haben, aber uns auch nicht immer als erster Ansprechpartner angeboten haben. Ich finde, dass wir manchmal zu sehr von außen gewerkschaftliche Ereignisse, Tarifauseinandersetzungen, Ähnliches kommentieren und zu wenig dies von innen tun. Ich finde, eine linke Partei ist gut beraten, wenn sie tatsächlich verankert ist innerhalb der Gewerkschaften. Das heißt schlussendlich auch, dass die Genossinnen und Genossen Gewerkschaftsmitglieder sind. Denn gewerkschaftliche Diskussionen kannst du beeinflussen, wenn du Teil dieser Diskussionen bist. Und da habe ich manchmal das Gefühl, dass wir das nicht immer wirklich gut gemacht haben. Nichtsdestotrotz haben wir aber beispielsweise auch über den parlamentarischen Raum hinaus die Pflegestreiks mit aktiv unterstützt. Wir haben die Erzieherinnenstreiks unterstützt, die Handelsstreiks unterstützt. Also ich glaube, wir haben da schon auch eine gute Rolle gespielt. Aber ich glaube, wir sind nicht an einem Punkt, an dem wir wirklich zufrieden sein können. Das Verhältnis der Linken zu den Gewerkschaften war mal besser. Wir waren mal mehr Ansprechpartner und das muss man, glaube ich, einfach mal sauber analysieren, warum das nicht so ist oder warum ich der Meinung bin, es ist nicht so und vielleicht der ein oder andere Genosse da zu einer anderen Einschätzung kommt, aber auch sozusagen mit dem Ziel, diese Verankerung stärker wiederherzustellen. Da auf die Frage der Verankerung möchte ich gerne später auch nochmal zurückkommen, weil das treibt mich tatsächlich an der einen oder anderen Stelle um, Stichwort: Wir haben die Sprache verloren der Beschäftigten und so weiter. Ich habe da die ein oder andere auch kritische Anmerkung dazu. Nichtsdestotrotz will ich nochmal deutlich machen, dass auch aus meiner Sicht Dinge überhaupt nicht gehen, nämlich das sind so Tipps vom Spielfeldrand. Also wenn die Linke so erzählt, was die Gewerkschaften gerade wieder falsch, Ähnliches oder sonst was machen, das sind Dinge, die uns überhaupt nicht als Linke gut zu Gesicht stehen. Selbst wenn es schön klingt, am Ende liegt die Wahrheit auf dem Platz. Und da müssen wir natürlich auch schauen, was können wir dazu beitragen, dass aus Gewerkschaften solidarische und kämpferische Interessenvertretungen werden oder sein sollen. Stichwort solidarische und kämpferische Interessenvertretungen. Abendroth sagt, das Problem ist, dass wir in den Gewerkschaften sozusagen Sonderinteressen, Partikularinteressen zurückdrängen müssen, weil wir nur die Solidarität haben gegen die Übermacht des Kapitals. Was heißt das jetzt konkret für uns als Linke in Gewerkschaften? Das heißt für uns, dass wir uns als linke Gewerkschafter betrachten müssen. Also das heißt für uns, dass wir uns verständigen müssen darüber, welche Rolle wir in den Gewerkschaften spielen wollen und dann Material entwickeln, mit der wir diese Rolle auch ausfüllen können. Ich glaube, dass die Rolle der Linken an der Stelle sozusagen auf zwei Ebenen stattfindet. Auf der einen Seite haben wir die von mir gerade beschriebene Rolle, die jedes einzelne Mitglied hat. Also der Genosse oder Genosse mit Gewerkschaftsparteibuch, der vor Ort sozusagen im Betrieb Teil eines Kollektivs ist, Teil einer Belegschaft ist, da finde ich, müssen wir immer diejenigen sein, die am solidarischsten sind. Wir müssen diejenigen sein, die auch Angebote machen, diese Welt zu verstehen. Als ich mich organisiert habe mit 15, 16, 17 später, kam ich in eine kleine marxistische Gruppe und ich hatte das Gefühl, ich verstehe die Welt. Ich verstehe, was um mich herum passiert, dieses Chaos. Ich habe Bücher gelesen, ich habe mit Genossen und Genossen diskutiert und habe plötzlich angefangen, diese Welt zu verstehen. Ich glaube, dass man das nicht unterschätzen darf, dass das wichtig ist für Menschen, auch in einem Emanzipationsprozess, auch in dem Prozess, sich zu wehren. Deswegen glaube ich, dass auf dieser Ebene wir diejenigen sein müssen, die über Geschichten und über Angebote, wie man die Welt sehen kann, auch ein politisches Verhältnis zu den Menschen in den Betrieben aufbaut. Und der zweite Punkt ist natürlich sozusagen das, was wir gerade besprochen haben. Welche Rolle haben wir eigentlich als Partei? Und da muss man sehr deutlich sagen, die Tarifauseinandersetzungen und die betrieblichen Kämpfe, das ist die Sache der Kolleginnen und Kollegen im Betrieb und die Sache der Gewerkschaften. Die Aufgabe der Linken ist es, an der Stelle diese
diese Prozesse zu unterstützen, diese Kämpfe zu unterstützen, indem man beispielsweise in der Öffentlichkeit eine Gegenöffentlichkeit herstellt. Wenn Erzieherinnen streiken und Mütter wütend sind darüber, dass ihre Kinder oder auch hilflos sind, verzweifelt sind, dass sie ihre Kinder nicht mehr unterbringen und betreut wissen, dann ist es natürlich ein Problem und dann kippt ganz schnell auch eine Stimmung. Und ich glaube, an der Stelle ist es Aufgabe einer Linken, sich solidarisch, und zwar nicht nur rhetorisch, sich solidarisch an die Seite der Streikenden zu stellen und in der Öffentlichkeit für Verständnis zu werben und dafür, dass es notwendig ist, dass auch Erzieherinnen, dass auch Krankenschwester, dass auch Lehrerinnen und Lehrer für ihre beruflichen Interessen streiken müssen. Mhm. Das finde ich interessant. Also die Situation, die du beschreibst, dass du selbst ja auch, aber in Gewerkschaften, in politischen Organisationen sozusagen Emanzipationsprozesse stattfinden vor Ort, wenn man also Dinge dann tut, wenn man sich in Auseinandersetzungen befindet, gerade nicht das Spielfeldrand. Jetzt gibt es aber natürlich auch die Kritik, und ich habe ja mit Interesse in der letzten Woche euren Talk gesehen mit Jan Korte auch, wo die Kritik verläuft, wir haben unsere Sprache verloren. Also die Sprache derer zu sprechen, die am härtesten von der Krise etwa betroffen sind oder auch am härtesten in der Gesellschaft auskommen müssen, kämpfen müssen, härter als du und ich. Und ich finde das einerseits richtig, ich habe trotzdem einen Einwand. Und der Einwand ist der, die Frage der Sprache ist manchmal eben eine postmoderne Geschichte. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir in den Kämpfen nicht mehr drin sind und nicht nur in der Sprache nicht drin. Was meinst du? Absolut. Ich glaube, es liegt aber vor allem daran, dass die Kämpfe lange Zeit nicht stattgefunden haben. Ich glaube, es liegt daran, dass wir also es mit unterschiedlichen politischen Milieus zu tun haben, die wir erstmal nicht bewerten, sondern wo wir sozusagen erstmal sehr nüchtern betrachten müssen, dass dass sozusagen in den 80er Jahren der große Streik um die 35-Stunden-Woche natürlich mehr als eine Gewerkschaftergeneration geprägt hat. Ich habe Kolleginnen und Kollegen meiner oder unserer Generation in Hanau erlebt, die mir erzählt haben, ich bin Gewerkschaftsmitglied geworden, weil ich damals als 10-Jährige 2 Wochen nicht zur Schule gegangen bin und Erbsensuppe ausgeschenkt habe bei diesem Streik. Das hat mich geprägt und es hat mich auch damals schon ein Stück weit also einer Gewerkschaftsbewegung näher gebracht. Und diese Kämpfe hatten wir aber auch lange Zeit nicht mehr. Was wir aber stattdessen hatten, waren große soziale Bewegungen. Die sind auch wichtig, aber ich glaube, der große Widerspruch besteht darin, dass wenn du als Partei Klassenverankerung suchst und anstrebst, dann geht es nicht, da passiert es nicht im luftleeren Raum, sondern es passiert in einer Gesellschaft mit bestimmten Voraussetzungen. Und wenn du keine Klassenkämpfe hast, dann politisieren sich die Leute über andere Fragen. Das heißt nicht, dass man junge Aktivisten mit ihrer Energie und mit ihrem moralischen Kompass nicht ernst nehmen muss. Das heißt aber, dass uns das vor besondere Herausforderungen stellt, weil wir auch diese jungen Aktivisten dazu bringen müssen, in ihren Bewegungen die soziale Frage zu stellen und um Klassenverankerung zu kämpfen. Es reicht ja nicht aus, sozusagen einfach nur die Welt ökologischer gestalten zu wollen. Das wissen wir alle. Die Grünen wollen den Kapitalismus grün anstreichen. Wir wollen, dass es eine sozial-ökologische Transformation gibt, dass sozusagen die ökologische Wende nicht auf Kosten der Beschäftigten geht. Und deswegen glaube ich, ist die Klassenverankerung, ist das Betrachten von gesellschaftlichen Prozessen und von gesellschaftlichen Widersprüchen durch die Brille der Beschäftigten eine so entscheidende Frage. Und ja, ich glaube, dass es auch etwas mit Sprache zu tun hat, aber eben nicht nur. Da gebe ich dir recht. Und es findet vor allem in gesellschaftlichen Kontexten und gesellschaftlichen Widersprüchen statt. Mhm. So, wir kommen dann auch nochmal auf die Frage soziale Bewegung, Gewerkschaften, Partei und wir da drin zurück. Jetzt will ich aber erstmal unsere Zuschauerinnen und Zuschauer ins Spiel bringen. Julian, der neu ist hier bei uns, wird mal zusammenfassen, ein paar Fragen, ein paar Punkte, ein paar Kommentare bei Facebook. Ihr könnt diese Sendung hier natürlich auch liken und teilen können, wenn ihr sie gut findet. Und jetzt habe ich den Julian mal, kommt zu uns und sagt, was sagen unsere Zuschauerinnen und Zuschauer denn zu diesem Thema?
Ja, in den Kommentarspalten ist eine rege Diskussion entbrannt. Sven zum Beispiel schreibt, er ist Stadtrat, Betriebsratsvorsitzender und Verdi-Mitglied und außerdem im DGB aktiv. Er sagt, dass in den Gewerkschaften auch konservative Kräfte vertreten sind, was die gewerkschaftliche Arbeit erschwert. Wie also umgehen mit diesen Kräften? Max hält die Kritik von Seiten der Linken an den Gewerkschaften für berechtigt. Er sagt, die Neoliberalisierung und Anpassung vieler Gewerkschaften ist ein Riesenproblem. Und eine Userin möchte euch gerne fragen, wie ihr denn die Rolle von Partei und Gewerkschaft definiert. Anders gesagt, wie könnte eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen der Linken und den Gewerkschaften denn aussehen? So, Ulrike, dann los. Sagst du noch mal kurz die zweite Frage, Julian? Die zweite Frage war eher eine Aussage, in dem Sinne, dass Max die Kritik vieler Linker an gewerkschaftlicher Arbeit kritisiert, in dem Sinne, dass da eine Art Neoliberalisierung und Anpassung der Gewerkschaften beobachtet wird. Ich erstmal vielen Dank für die Einschätzung. Ich würde vielleicht mal anfangen mit der ersten Frage, wie mit den Widersprüchen umgehen. Also ich glaube, es war Willy Bleicher, der mal gesagt hat, man darf niemals einen Fehler machen, von seinem eigenen Bewusstsein auf von seinem eigenen politischen Bewusstsein auf das Bewusstsein der Kolleginnen und Kollegen zu schließen. Natürlich ist Bewusstsein widersprüchlich. Und Bewusstsein verändert sich im Verlaufe des Lebens und verändert sich auch im Verlaufe von politischer Aktivität und politischen Kämpfen. Das ist sozusagen ein widersprüchlicher Prozess, aber er findet statt und es ist nichts Statisches. Ich glaube, ja, es gibt Kolleginnen und Kollegen, die konservativ sind, die uns vielleicht an der einen oder an vielen Stellen nicht links genug sind. Aber sie haben eine wichtige Sache verstanden und das haben sie vielen anderen Kolleginnen und Kollegen voraus, die keine Gewerkschaftsmitglieder sind. Sie haben nämlich verstanden, dass man seine Interessen nur gemeinsam durchsetzen kann, dass man sich organisieren muss gemeinsam den Kampf führen muss. Und ich habe gelernt, dass man in der Gewerkschaft immer von dem Boden der Grundsolidarität heraus politische Konflikte diskutiert. Man kriegt sie nicht immer gelöst und oft ist es auch ein unbefriedigender Prozess. Aber dieser Boden der Grundsolidarität fängt an mit dem Zugeständnis, dass wir alle auf einer Seite stehen und das Management eines Betriebes steht auf der anderen Seite oder die schwarz-rote Koalition oder die schwarz-gelbe Koalition steht auf der anderen Seite und wir haben sozusagen an der Stelle eine Auseinandersetzung gegen einen politischen Gegner zu führen oder gegen das Management, weil wir unsere Interessen durchsetzen wollen. Also womit ich... was ich stark machen will an der Frage ist, dass wir uns zugestehen müssen, dass wir an unterschiedlichen Wegmarken sind, die sozusagen eine politische Bewusstseinsbildung betreffen. Und dass wir uns das zugestehen müssen und dass wir aber gleichzeitig auch von dem Boden ausgehen müssen, zu diskutieren und zu streiten, auf dem wir feststellen, wir haben verstanden, dass wir unsere Interessen gemeinsam durchsetzen müssen. Bei allen unterschiedlichen Betrachtungsweisen gesellschaftlicher Entwicklung haben wir verstanden, dass wir in der entscheidenden Frage, nämlich die Auseinandersetzung mit dem Arbeitgeber zu führen, zusammenstehen müssen. Und das ist sozusagen das Geheimnis von gewerkschaftlichen Erfolgen. Das ist das, was Abendroth auch beschreibt, wenn er über die Einheitsgewerkschaft redet. Der zweite Punkt, die zweite Frage, die gestellt wurde, oder die Anmerkung, die gemacht wurde zu der Neoliberalisierung der Gewerkschaften. Ich möchte das zurückweisen, weil ich glaube, das stimmt nicht. Es gibt durchaus Situationen, wo mir auch Entscheidungen der Gewerkschaftsführung nicht gefallen. Es gab aber auch Situationen, wo ich eine andere Einschätzung hatte, als beispielsweise der Betriebsrat eines Betriebes in meiner Region, der sozusagen unter Beschuss stand und der Betriebsrat und die zuständige Gewerkschaft gesagt hat, nee, wir kämpfen anders, als ich mir das beispielsweise gewünscht hätte. Ich glaube, was wir nicht unterschätzen dürfen, ist, dass in dieser gesellschaftlichen Situation, die wir haben, die Arbeiterbewegung
fragmentiert ist und permanent unter Druck gerät. Die Beschäftigten stehen mit dem Rücken zur Wand. Das ist etwas, was man, glaube ich, beschreiben kann als einen sich zuspitzenden Prozess. Die Beschäftigten stehen mit dem Rücken zur Wand und sie haben nur eine einzige Möglichkeit, sich gemeinsam dagegen zur Wehr zu setzen, gemeinsam mit ihren Gewerkschaften. Und deswegen wäre es die Aufgabe der Linken, die Gewerkschaften an der Stelle nicht zu kritisieren, sondern vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle auch mal zu reflektieren, dass es unter bestimmten politischen und gesellschaftlichen Bedingungen schwieriger ist, die gemeinsamen Interessen durchzusetzen. Also wir haben momentan eine riesige Transformationskrise, einen riesigen Umbruch, der alle Bereiche der Arbeitswelt umfasst, der Kolleginnen und Kollegen verunsichert. In der Metallzeitung stand vor, weiß nicht, 2 Jahren, glaube ich, mal ein Interview mit einem jungen Kollegen aus Baden-Württemberg, der gesagt hat, ich bin seit 10 Jahren in der Automobilbranche in Baden-Württemberg und in meinem Betrieb und seit 10 Jahren bin ich unbefristet. Und es fühlt sich seit geraumer Zeit so an, als sei ich befristet, weil wir nicht wissen, wie es weitergeht mit unserem Betrieb, mit unserem Arbeitsplatz, mit unserer Branche. Das beschreibt, glaube ich, was in den Köpfen der Kolleginnen und Kollegen oder vieler Kolleginnen und Kollegen passiert. Die Aufgabe der Linken ist es nicht, die Gewerkschaften permanent dafür zu kritisieren, dass die Verhältnisse, in denen wir leben, sie schwach machen, sondern die Aufgabe der Linken ist es, sich an ihre Seite zu stellen und nach Möglichkeiten zu suchen, sie zu stärken. Der dritte Punkt, die Rolle von Partei und Gewerkschaften. Jörg, wolltest du das vorhin nochmal aufrufen? Also du hast vorhin gesagt, wir rufen das nochmal auf. Wollen wir das? Ich würde mich der Sache mal von 2 Extremen nähern, bei der letzten Frage. Und zwar die eine extreme Form, die ich falsch finde, das ist die Vorstellung, Gewerkschaften seien so irgendwelche Interessenvertretungen, so wie der Tierschutzverein oder sonst was. So, und ich will sagen, dass das nicht so ganz weit hergeholt ist, diese Vorstellung auch innerhalb der Linken, dass das so sei. Eine unserer Vorgängerparteien, ich sage jetzt nicht welche, wir wissen sie alle, hatte so ein bisschen so den Ansatz in die Richtung, wäre mein Verdacht. So, und das ist die eine extrem falsche Form von Linker versus Gewerkschaften. Und die andere Form ist so eine Art billiger Trade-Unionismus, dass man sagt sozusagen, also wir sind eigentlich mit der Gewerkschaft in eins. So, es ist irgendwie, am Ende ist es irgendwie dann auch dasselbe. Das haut vorne und hinten nicht hin und das scheitert an jeder Sekunde in der Realität. Aber diese Variante, dass man eigentlich gar nichts anderes tun kann, mag oder denken kann als Gewerkschaften, ist sozusagen die andere extreme Form. Und ich glaube, wenn man sozusagen diese 2 verschiedenen Extremismen ablegt, dann kommt man meines Erachtens zu etwas ganz Vernünftigen, nämlich, dass man sagt, es gibt bei Gewerkschaften 2 Funktionen. Zum einen ist es die politökonomische, das ist die sozusagen der kämpferischen, solidarischen Interessenvertretung und es gibt die demokratiepolitische. Das ist das, was mit politischem Mandat, was aber auch mit Parteiunabhängigkeit, was auch mit Einheitsgewerkschaft verbunden ist, aber im Übrigen auch mit, und da sind wir dann bei Abendrot, einem Demokratisierungsauftrag für die Gesellschaft, für die Wirtschaft zu tun hat. Also nicht nur einfach zu sagen, gut, und dann kommt die nächste Lohnerhöhung, sondern dass wir auch eine prinzipielle andere Wirtschaftsweise benötigen, um die Kräfte der Arbeit gegen die Kräfte des Kapitals zu stärken. So, und weil das sinnvoll ist. So, und in dieser Situation, wenn man also die Rolle der Gewerkschaft dann bestimmt hat, kann man meines Erachtens ganz gut schauen, was Linke darin sollen. Nehmen wir als Beispiel, weil es jetzt wirklich ein aktuelles Beispiel ist, wir haben das ja seit 3, 4, 5 Jahren auch in unserer Partei. Wenn wir also, und Abendroth hat es damals beschrieben, wir brauchen die Arbeitslosen. Wir brauchen für jede gewerkschaftliche Politisierung auch Arbeitslose, obwohl die Gewerkschaften natürlich nur in den Tarifkämpfen Dinge durchsetzen können. Trotzdem brauchen wir da eine Solidarität auch derjenigen, die nicht unmittelbar betroffen sind, weil sie gesellschaftlich betroffen sind. Und wir müssen Spaltung und Fragmentierung, Ulrike hat es ja beschrieben, die Fragmentierung der Arbeiterklasse an der Stelle versuchen zurückzufahren zugunsten einer Solidarität. Das bedeutet, dass wir natürlich nicht als Gewerkschaften Dinge unterstützen können und als Partei darauf hinwirken müssen, dass Gewerkschaften nicht Dinge tun, wie zwischen Mann und Frau zu unterscheiden, die Dinge nicht tun, zwischen Deutschen und anderen zu unterscheiden, nicht nach sexueller Orientierung irgendwelche
schwierigen Sachen vorzunehmen oder auch zwischen Leiharbeitnehmerinnen und anderen und so weiter, sondern dass wir versuchen, dort sozusagen Solidarität zu schaffen, die Fragmentierung zurückzufahren. Das ist eine wichtige Funktion, die wir als Partei dann wahrnehmen können. Und wenn wir wiederum die Frage der demokratiepolitischen Funktion betrachten, dann geht es natürlich schon darum, auch Gewerkschaften als Vorschlagsort für eine andere Gesellschaft zu begreifen. Und es ist ja angesprochen worden, es gibt da auch konservative Arbeitnehmerinnen, konservative Beschäftigte. Ja, Gottchen, das ist dann in aller Gesellschaft so. Und warum sollen die eigentlich nicht überzeugbar sein, ist meine Frage. Genau vor dem Hintergrund könnten wir als Linke da durchaus auch mal an so einen CDU-Wähler rangehen. Wo ist das Problem? Und das ist auch Aufgabe von Linken in Gewerkschaften. Wir haben dort faktisch ein Heimspiel, warum auch nicht? Und so würde ich versuchen, vielleicht dieses Verhältnis zu beschreiben. Aber jetzt du also Ulrike nochmal. Ja. Ich finde das gut. Ich habe das in meiner politischen Biografie tatsächlich auch genauso erlebt. Also ich habe an den Diskussionen in meinem Gewerkschaftsumfeld immer vor allem den solidarischen Umgang geschätzt. Die Tatsache, dass man unterschiedliche Positionen austauschen kann, dass man unterschiedliche Einschätzungen haben kann und sich trotzdem nicht die Solidarität aufkündigt, sondern trotzdem noch sagt, wir sind in einer Gewerkschaft, wir sind Kolleginnen und Kollegen. Das ist etwas, was ich immer geschätzt habe. Nichtsdestotrotz habe ich in der Parteiarbeit vor allem geschätzt, dass wir über politische Netzwerke verfügen und ein Niveau der politischen Debatte, die tatsächlich nochmal über betriebliche Auseinandersetzungen hinausgeht. Also du hast sozusagen ja jetzt auch mehrfach auf Abendrot verwiesen. Du hast den Begriff der Wirtschaftsdemokratie in den Mund genommen. Ich finde, das ist doch genau sozusagen die Antwort auf die sich zuspitzenden gesellschaftlichen Entwicklungen, die wir gerade haben. Wir erleben, dass der Kapitalismus wild in den Markt hineinproduziert, Widersprüche produziert, die Kosten und die Risiken vollständig abwälzt auf die Beschäftigten und auf die Umwelt. Diese Widersprüche, die sich damit auftun, ökologische und soziale Verwerfungen und Unwägbarkeiten, die sich damit auftun, nicht bearbeitet, sondern sich weiter überlässt. Und gerade in einem solchen historischen Moment, glaube ich, wird die linke Idee der Wirtschaftsdemokratie, wird die linke Idee einer Produktion angepasst an gesellschaftliche Bedarfe, doch relevant. Und ich finde, das ist zum Beispiel eine Rollenbeschreibung, die wir für uns annehmen sollten, die politische Debatte der Gewerkschaften zu befruchten. Ein weiteres und zwar ohne den Hochmut, dass es keine politische Debatte in den Gewerkschaften gäbe, sie zu befruchten mit einem weiteren Angebot, wie man die Welt sehen kann und dass wir sozusagen überbetriebliche oder über sozusagen den Zustand des Kapitalismus hinauskommen muss. Und gleichzeitig finde ich, hast du absolut recht, es muss unsere Aufgabe sein, die Fragmentierung in der Arbeiterklasse zu überwinden. Frank Deppe hat es immer beschrieben als der Zustand der Spaltung in der Arbeiterbewegung ist die Regel, der Zustand der Einheit ist die absolute Ausnahme. Und ich glaube, es wäre Aufgabe der Linken, diesen Zustand der Einheit mit herzustellen. Ich glaube im Übrigen, dass diese Solidarität, die wir beschreiben in den Gewerkschaften, auch damit zu tun hat, dass mit dem Wissen zu tun hat, dass betriebliche Auseinandersetzungen verloren gehen, wenn man die Kolleginnen und Kollegen ausgrenzt aufgrund von Alter, aufgrund von Geschlecht, aufgrund von sexueller Orientierung, von Migrationszugehörigkeit oder was auch immer. Betriebliche Kämpfe gehen verloren, wenn du die Hälfte der Belegschaft ausgrenzt. Das ist mehr als nur eine moralische Frage, es ist auch eine strategische Frage. Und ich glaube, wir müssen, deswegen werbe ich dafür, dass wir uns stärker in den Gewerkschaften verankern, um auch stärker Teil dieser Diskussion zu werden. Und ansonsten, finde ich, hast du absolut recht, irgendwie, wir müssen beides zusammenbringen. Es gibt nicht ein Entweder-Oder, sondern es gibt eine Synergie von unterschiedlichen Prozessen. So, und jetzt schauen wir noch mal rein. Was sagt uns die Kommentare bei Facebook? Gibt es weitere Dinge, die angefragt werden, die wir
hier diskutieren sollten. Es gibt zumindest schon mal eine Frage, die jetzt auch hier im Zoom kommt, nämlich Simon sagt, ich komme aus einer Familie aus dem Spektrum der katholischen Arbeiterbewegung. Die Forderungen dort bezüglich Arbeitnehmerschutz, Flüchtlingspolitik und Lieferkettengesetz sind durch und durch links. Dementsprechend habe ich im Laufe meines Lebens zur Linken gefunden. Trotzdem bleibt mir ein Rätsel, wie man an solche gewerkschaftsnahe CDU-Wähler herankommt, deren Angst vor der RAF und der SED ist immer noch größer als ihr eigenes Interesse. Das ist jetzt weniger eine Frage als sozusagen eine Skepsis, eine Grundskepsis. Nun ja, immerhin hat es Simon ja geschafft, sage ich mal so. Soll ich was dazu sagen? Mhm. Ich persönlich glaube, wir sind gut beraten damit, politisches Bewusstsein nicht statisch zu betrachten, sondern vor dem Hintergrund von gesellschaftlichen Widersprüchen als veränderbar betrachten. Ich glaube, dass die Ideen von Menschen dann in den Widerspruch geraten und brüchig werden, wenn sie sozusagen in den Widerspruch geraten zu den Erfahrungen. Oder wenn das, was uns über Jahre hinweg erzählt wurde, plötzlich in Widerspruch gerät zu dem, was plötzlich passiert, dann verändern sich auch unsere Ideen. Ich will das mal am Beispiel sozusagen eines Postarbeiterstreiks, über den ich mal gelesen habe, in den 80er Jahren machen. Es waren Postarbeiter, die haben alle die Bild-Zeitung gelesen. Die waren jetzt nicht besonders, die waren gewerkschaftlich organisiert, aber es war jetzt irgendwie auch nicht die sozusagen die politische Vorhut der Arbeiterbewegung. Und dann haben die gestreikt und die Bild-Zeitung hat hergezogen über die Postarbeiter. Das wären alles faule Hunde, also die sollen sich wieder an die Arbeit machen und so weiter. Und das hat zu Widersprüchen in den Köpfen der Kolleginnen und Kollegen geführt, hat dazu geführt, dass sie die Bild-Zeitung kollektiv verbrannt haben. Ich will damit gar nicht sagen, dass wir das überbewerten müssen. Ich will damit auch nicht sagen, dass die Kollegen und Kollegen danach die Bild-Zeitung nicht mehr angefasst haben. Aber es sind historische Momente oder politische Momente, die dazu führen, dass Ideen brüchig werden. Und ich glaube, wir haben momentan eine riesige gesellschaftliche Krisensituation, die uns als Linke ein bisschen selbstbewusster machen könnte. Weil wenn wir es schaffen, eine Sichtweise auf diese Krisensituation anzubieten und gleichzeitig zu verbinden auch mit einer Durchsetzungsperspektive, dann finden die Kolleginnen und Kollegen, selbst konservative Kolleginnen und Kollegen, selbst Menschen, die wie Simon sozialisiert sind in der katholischen Arbeitnehmerbewegung, dann finden auch die zu Linken. Ich finde, da müssen wir nicht ungeduldig sein. Ich glaube, es kommt mit dieser Krisensituation, kommt wahnsinnig viel in Bewegung. Wir müssen nur unser Handwerk verstehen und wir müssen Erklärungen anbieten und wir müssen den Kolleginnen und Kollegen helfen, zu verstehen, was in dieser Welt gerade passiert. Mhm. Ja, und nun kommen wir zu dieser kleinen Frage zurück, die wir am Anfang ja gestellt hatten. Wie es ist mit diesem Verhältnis soziale Bewegung, Fridays for Futures etwa, oder andere, auch antifaschistische Bewegungen, antirassistische Bewegungen, die wir ja auch erlebt haben im Jahr 2020, Black Lives Matter und Ähnliches. Einerseits und auf der anderen Seite das, was Gewerkschaften ausmacht. Wenn wir also der Auffassung sind, dass diese Sachen zusammenkommen müssen, weil sie ansonsten wirkungslos oder weitgehend wirkungslos bleiben. Wie kann das aus deiner Sicht heraus geschehen? Was macht dabei Sinn? Beispiel bei Fridays for Future, Beispiel bei Black Lives Matter oder Unteilbar oder ähnlichen Dingen oder auch der Friedensbewegung. Da ist es meines Erachtens sehr, sehr anschaulich geworden, dass Gewerkschaften traditionell auch der Friedensbewegung zumindest wohlgesonnen sympathisch gegenüberstehen, weil es ansonsten auch nichts wird, glaube ich, mit Friedensbewegung. Es muss beides zusammenkommen. Also wir brauchen die Kraft und die Durchsetzungsstärke der Arbeiterbewegung und der Gewerkschaften und wir brauchen den moralischen Kompass und die Energie der jungen Aktivisten in den vielen Bewegungen, die du gerade beschrieben hast. Es muss beides zusammenkommen. Und es hat in der Vergangenheit, ja in der jüngsten Vergangenheit auch durchaus ein paar ganz gute Ansätze gegeben, die wir auswerten müssen, die wir weiterentwickeln müssen. Die Fridays for Future Kids, die haben sich beispielsweise während des Tarifstreiks im Nahverkehr durchaus positiv auf diese Tarifauseinandersetzung bezogen. Wir hatten ein bisschen Pech, also diese Tarifauseinandersetzung ist ja lange vorbereitet worden, auch vom Fachbereich
Verkehr in Verdi ist lange vorbereitet worden. Es war eine große gesellschaftliche, sollte eine große gesellschaftliche Auseinandersetzung worden. Durch Corona ist das alles so ein bisschen unter Druck geraten. Das ist so ein bisschen Pech, aber nichtsdestotrotz hat es dazu geführt, dass die Aktivisten von Fridays und for Future die Tarifauseinandersetzung unterstützt haben. Und nur so kann das, also wir müssen diese Begegnungen schaffen. Wir müssen den Austausch von unterschiedlichen Ideen, von unterschiedlichen Sichtweisen auf die Welt, von unterschiedlichen Einschätzungen produzieren, und den produzieren wir nur über Begegnungen. Mein Kollege Jan Richter, der auch Bundessprecher bei Betrieb und Gewerkschaft ist, der war lange Betriebsrat und Betriebsratsvorsitzender bei H&M in der Friedrichstraße, und der hat mir immer erzählt, weißt du, ich hatte mit den Gewerkschaften, ich war Gewerkschafter, ich war Betriebsratsvorsitzender, ich hatte mit den Studis eigentlich nicht so viel am Hut, aber als der SDS zu, und der hat auch mit der Linken nicht so viel am Hut, aber als der SDS zu den Streiks gekommen ist und die Kolleginnen und Kollegen unterstützt hat, mit die Türen blockiert hat und vieles andere mehr, der sagt, der habe ich verstanden, dass die Linke auf unserer Seite steht, und zwar ganz praktisch, und habe einen Zugang auch zu denen gefunden, hat bis heute noch Kontakt und redet mit großer Wertschätzung darüber, was der SDS damals gemacht hat. Und ich will vielleicht an der Stelle noch ein letztes Beispiel geben. Ich habe als in meiner Funktion als Geschäftsführerin beim DGB in Südosthessen eine Kampagne mit initiiert, die wir landesweit organisiert haben, die nannte sich Keine AfD in den Landtag. Der Hintergrund war, dass die AfD, dass Hessen damals das einzige Bundesland war, in dem es noch keine AfD gegeben hat im hessischen Parlament und oder im Landesparlament. Und wir haben gesagt, wir wollen daraus eine Auseinandersetzung machen. Wir wollen das nicht einfach so hinnehmen, dass sie sich ein Parlament nach dem anderen erobern. Wir haben ein Bündnis auf Landesebene gegründet mit Gewerkschaften, mit Parteien, mit politischen Initiativen, mit Verbänden und vielem anderen mehr, Religionsgemeinschaften. Und das war ein großer Erfolg. Und es hat dazu geführt, dass es keine einzige in ganz Hessen, keine einzige AfD-Veranstaltung gegeben hat, in der es keinen gewerkschaftlichen oder keinen Protest gegeben hat. Und dieser Protest, der war wesentlich getragen auch durch die Gewerkschaften. Ich habe mit meinem Kreisvorsitzenden beim DGB damals geredet, der wohnt in einem kleinen Kaff in der Nähe von Hanau, und der sagte, du, die AfD ist da. Und dann habe ich gesagt, ja, braucht ihr irgendwas, sollen wir kommen? Und dann sagt er, brauchst du eigentlich nicht, wir kriegen das selber hin. Wir haben uns schon getroffen, also unterschiedlich aus unterschiedlichen Organisationen. Und wir fangen 3 Tage vorher an, sämtliche öffentliche Parkplätze zuzuparken. Wir haben sämtliche Autos aus der Umgebung von Verwandten und Freunden von der Bekanntschaft in diesen Ort geholt, haben sämtliche öffentlichen Parkplätze zugeparkt, haben gleichzeitig vor der AfD-Halle gestanden und dort auf die AfD gewartet und den Protest organisiert und haben dann gesagt, der AfD-Spitzenkandidat, also der Direktkandidat, der da reden sollte, der Hauptstar sozusagen, der kam 1 Stunde zu spät und hat erstmal seine Leute angeschissen, ob sie zu blöd sind, einen anständigen Veranstaltungsort zu organisieren. Ich will damit sagen, dass wir nicht immer so ungeduldig sein dürfen bei der Frage, dass unterschiedliche Bewegungen zusammenkommen müssen. Sie kommen zusammen, weil wir Linke Gewerkschafter in den Gewerkschaften haben, die diese Debatte zusammenbringen, weil wir aber gleichzeitig auch durchaus Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter haben in sozusagen in sozialen Bewegungen. Also Fridays for Future ist ja nicht gewerkschaftsfrei, ist ja keine gewerkschaftsfreie Zone. Natürlich haben wir da auch Leute, die sich engagieren, die gleichzeitig gewerkschaftlich organisiert sind. Da kommen Dinge zusammen und wir müssen sie befördern und wir müssen sie stärker befördern, aber wir müssen auch uns ein bisschen, wir müssen auch geduldig sein und uns ein bisschen sozusagen an der Stelle nicht immer nur nicht immer nur kritisch mit uns sein. Jetzt gibt es noch eine Frage zur Organisierung von Pflegekräften aus dem Facebook. Da würde ich mal den Julian zuschalten. Ja, genau. In der Kommentarspalte auf Facebook wurden ja von mehreren Usern Defizite in der gewerkschaftlichen Arbeit unter Pflegekräften angesprochen, unter anderem auch der geringe Organisationsgrad von Pflegekräften. Damian zum Beispiel drückt auch seine Enttäuschung darüber aus, dass es die Gewerkschaften bislang nicht geschafft hätten, Lohnerhöhungen für Pflegekräfte durchzusetzen. Michael wiederum ist in der Pflege, ist Betriebsrat und bei Verdi. Er schreibt: Dank Verdi sind wir an einen Tarifvertrag gebunden. Unsere erstrittenen Lohnerhöhungen sorgen dafür, dass auch unsere Nachbarn besser entlohnt werden. Antje, die offenbar auch Pflegerin ist, fühlt sich dagegen nicht adäquat vertreten.
Sie begrüßt eine neue Initiative wie die Pflegegewerkschaft der Bochumer Bund. Und deshalb wollte ich dich, Ulrike, fragen, was hältst du von diesen Versuchen einer unabhängigen Organisation von Pflegekräften? Also als langjährige Vertreterin des DGB-Dachverbandes halte ich relativ wenig davon, weil ich glaube, dass der gewerkschaftliche Dachverband, die Gewerkschaftsfamilie uns an der Stelle also eine Stärke ist, die wir nicht einfach weggeben dürfen. Eine neue unabhängige gewerkschaftliche Organisation in Gang zu setzen, ist, glaube ich, eine große Sache und wäre meiner Meinung nach der falsche Weg. Wir dürfen nicht austreten aus einer Organisation, die uns die Stärke gibt, unsere Interessen gemeinsam durchzusetzen. Werner Dreibus hat mal, der langjährige gewerkschaftspolitische Sprecher der Bundestagsfraktion, der hat mal zu mir gesagt, dass Tarifkämpfe nicht immer nur positiv sind. Sie führen nicht immer nur dazu, dass am Ende alle zufrieden sind. Und manchmal hat man auch das Gefühl, dass sozusagen es einfach scheiße ist, was man abgeschlossen hat. Aber er sagt, entscheidend ist, wie du dann damit umgehst, nämlich gemeinsam und unter Einbeziehung der Kräfteverhältnisse und dass man sich dann vielleicht auch zugesteht, dass bei aller politischen Ungeduld an der Stelle nicht mehr drin war, weil die Kräfteverhältnisse sind, wie sie sind. Die Pflegerinnen und Pfleger haben es, glaube ich, relativ schwer. Der Gesundheitsbereich ist miserabel ausgestattet. Wir sehen jetzt in der Corona-Krise, wie sozusagen, also unter welcher Belastung Pflegekräfte stehen. Verdi, finde ich, hat an der Stelle immer, also in der Vergangenheit, einen guten Job gemacht. Ich finde, dass die Linke mit der Unterstützung der Pflegekräfte und den Pflegekampagnen, die wir organisiert haben, einen guten Job gemacht hat. Das muss weitergehen. Ich will gar nicht die Unzufriedenheit kleinreden. Ich komme selber aus einer Krankenschwesterfamilie und ich weiß, was das für ein Knochenjob ist. Alle Frauen in meiner Familie sind Krankenschwestern und ich weiß, dass die nicht immer zufrieden waren mit dem, was da an Arbeitsbedingungen und auch an Lohnerhöhungen abgeschlossen wurde. Aber wir müssen nach einem Tarifabschluss überlegen. Nach dem Tarifabschluss ist vor dem Tarifabschluss. Wir müssen gemeinsam überlegen, wie wir beim nächsten Mal vielleicht die eine oder andere Sache anders machen können. Das geht aber nicht über Abspaltung, sondern das geht nur, indem wir Teil dieser Gewerkschaftsfamilie sind und gemeinsam darüber reden, wie wir den Prozess sozusagen in die Offensive lenken können. So, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir sind schon ziemlich drüber und das ist ein gutes Zeichen eigentlich. Ich verweise in dem Zusammenhang nochmal auf die, wie heißt das bei euch, Küchenzimmergespräche? Küchengespräche. Der BAG, Betrieb und Gewerkschaft unserer Partei Die Linke. Auch da gibt es, denke ich, immer wieder neue spannende Themen, zu denen ihr euch dann hinbegeben könnt und dort auch noch weiter Fragen stellen könnt. Wir sind jetzt hier zu Ende mit dem Talk. Ich nehme trotzdem ein paar Sachen mit. Zum einen, wie man AfD-Veranstaltungen verhindert, grandios, mit zugeparkt. Zweitens, indem wir haben 10.000 neue Mitglieder seit 2018 gewonnen. Ein Sechstel unserer Parteimitgliedschaft hat sich quasi ausgetauscht. Warum die eigentlich nicht alle Gewerkschaftsmitglied sind, frage ich mich wirklich. Und wir könnten mal gucken, ob wir das nicht auch in Zukunft ein bisschen noch verbessern. Zum Dritten, wir brauchen, so sagt Ulrike Eifler, Räume der Begegnung zwischen sozialen Bewegungen und Gewerkschaften. Und wir als Parteimitglieder könnten diese Räume durchaus befördern und schaffen. Und nicht zuletzt brauchen wir, so sagt Ulrike, Geduld. Aber ein bisschen revolutionäre Geduld ist trotzdem sinnvoll. Wir sehen uns also wieder in der nächsten Woche. Bis dahin vielen Dank, Ulrike Eifler. Ulrike Eifler von der BAG Betrieb und Gewerkschaft. Und Ulrike kandidiert auch für den Bundestag jetzt hier im September auf der Landesliste, wenn sie denn gewählt wird. Ich finde, da hat sie doch eine ganz gute Vorstellung auch hier gezeigt davon, was sie so politisch vertritt. So, und wir sehen uns in der nächsten Woche am 11.02. Da geht es um ein Gespenst, das umgeht und alle haben sich dagegen verbündet, das Gespenst der Migrationsquote. Die Migrationsquote in Berlin spaltet die Gemüter und alle finden es nicht so richtig gut, außer die Linke.
Und ich habe mir deswegen jemanden eingeladen, der die Migrationsquote richtig gut findet, nämlich Elif Erab aus dem Landesvorstand der Berliner Linken. Und wir wollen mal kritisch darüber diskutieren, ob das überhaupt was bringt, ob das geht, ob das verfassungsrechtlich möglich ist oder ob das nicht die Fragmentierung verstärkt und alles, was dazu kommt. Schaltet bis dahin wieder ein. Bis dahin, bye bye.